Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir befinden uns hier vor unseren wunderschönen Power Armors, die sich von 3 auf 4 maximiert haben. Wenn ihr seht, hier, wir haben unsere schöne Raider-Rüstung, alles noch Stufe 1. Wir haben unsere ganz normale T-45-Rüstung, die ziemlich geil in der Minuteman-Lackierung aussieht, muss ich sagen. Also mir gefällt es wirklich. Die könnten wir auch upgraden auf Stufe E. Momentan ist sie auf Stufe D, aber das ist einfach ein bisschen teuer. Hier haben wir unsere wunderschöne T-51-Rüstung, wobei hier noch so ein Radar-Ding dran steckt. Naja, ist ganz gut. Und hier haben wir noch so eine T-45, jedenfalls war es mal hauptsächlich eine T-45-Rüstung. Mittlerweile hängt hier ja T-45 dran an der rechten Seite, links Radar und in der Mitte 51 und oben nochmal Radar-Helm. Sieht auf jeden Fall auch ganz fresh aus, obwohl mir die am meisten gefällt, obwohl das ja leider die schwächste ist. So leicht das Leben mir auch tut. Muss ich diese verwenden, obwohl es die schlechteste ist. Aber sie sieht einfach so gut aus. Genau, und was wir heute machen werden, ist ganz easy. Und zwar hatte ich erstmal überlegt, wir werden gleich zu Deacon gehen, zu der Old North Church. Denn da wartet der liebe Kerl auf uns. Aber ich wollte euch einmal was zeigen, was ich mir nämlich überlegt hatte. Und zwar dachte ich mir einfach so, wir haben ja letztes Mal beim letzten Level Up hier Rüstmeister geskillt. Sind ja jetzt Stufe 25, ist ja ganz geil. Und ich habe mir jetzt überlegt, bei diesem Skill hier. Hier steht ja, wirft die Schmiede an und erhaltet Zugang zu Standard und Rang 1 Mods für Nahkampfwaffen. Und hier steht, wer zuerst schießt, bla bla bla, erhalte Zugang zu Standard und Rang 1 Mods für Waffen. Jetzt ist die Frage, da ich bei Nahkampfwaffen noch nie wirklich viele Mods gesehen, außer die jetzt bei unserer Machete. Der hat ja jetzt zum Beispiel auch nur diese gezackten da an der Seite. Das ist ja auch nur ein Mod. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich die einzigsten Mods sind, oder ob da, wenn man das jetzt freischaltet, diesen Schmied, ob man dann noch mehr Mods bekommt. Weil an sich finde ich das schon ganz sinnvoll, weil wir benutzen ja ziemlich viel Mods, also nicht wirklich Mods, aber wir benutzen ziemlich viel Nahkampfwaffen. Einfach weil Nahkampfwaffen ziemlich gut sind und wir Munition damit sparen und wir haben generell keine Munition und das Leben ist so hart im Ödland, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich sehe gerade irgendwas, ich weiß schon wieder nicht, was wir wieder mit uns rumtragen, dass wir so schwer sind, aber wir sind schon wieder mega viel beladen, mega voll beladen, aber dabei haben wir gar nichts dabei. Ich verstehe es nicht. Naja, wir brechen jetzt auf nach zu der Old North Church, die sich hier unten befindet, in der Nähe von Diamond City. Und schauen mal, was Deacon zu sagen hat und ob wir uns nicht vielleicht dieser Railroad jetzt anschließen. Das wäre auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache und darauf würde ich mich mega freuen. Aber ich glaube, das wäre mir irgendwie zu einfach, dass wir nach einer Mission schon direkt der Railroad beitreten. Wir sind ja nur in deren alten Lager gegangen, um dort ein Prototyp von so einem, weiß Gott, was das war, zu holen. Aber dass das jetzt so einfach ist, ich meine, klar, Deacon setzt sich gut bei der Railroad für uns ein. Der ist ja deren Spitzel und der hat ja gesagt, ja, der Kerl ist ganz geil, weil der ist der Anführer der Minuteman, voll die große Nummer im Ödland, sind wir ja auch. Ich meine, hallo, uns gehört die ganze obere Hälfte der Karte, oder? Ich meine, das ist ja alles unser Territorium. Das ist schon geil, oder? Und die Minuteman haben sich seit unserer Ankunft auch ziemlich stark vergrößert. Das Problem ist, wir haben immer noch nicht unser Baby gefunden. Und unser Baby ist halt was Wichtiges. Denn darum sind wir auf dieser Reise. Und jetzt haben wir es immer noch nicht gefunden. Wir haben vor allem noch nicht mal danach gesucht. Das ist ja das Harte an der Sache. Naja, da sollten wir uns irgendwann sollten wir uns da mal ransetzen und nach diesem Baby suchen, denn das ist vielleicht ganz sinnvoll. Denn das ist ja immer noch die Hauptmission bei diesem Spiel. Ja, aber jetzt sind wir erstmal in der Old North Church, jedenfalls gleich. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder da runter. Und vielleicht sehen wir dann ja auch ein größeres Lager von denen, weil ich war ja letztes Mal ein bisschen misstrauisch, weil die haben da ja nur so ein kleines Ding. Und ich denke mir so, hey, das kann doch nicht sein, dass da die da so ein kleines Ding haben. Das erscheint mir so komisch. Und oh, cool, hier sind noch ein paar coole von letztem Mal. Und generell hier unten ist alles so ein bisschen gruselig. Warte mal, sollten wir uns gerade mit denen da oben treffen? Nee. Also irgendwas backt noch bei der Mission rum, denn uns wird die ganze Zeit angezeigt, wir sollen zum Fluchttunnel, dabei ist das gar nicht unsere Mission. Wir sollen nämlich jetzt erstmal dahinter. So. So, schauen wir mal, ob die jetzt irgendwie eine größere Basis hier haben. Und der Neue hat mich zusammengepflegt, mich über seine Schulter geworfen und sich den Weg durch den Rest des Gebäudes freigekämpft. Die ganze Zeit über mit dir auf den Schultern? Unglaublich, nicht wahr? So kann man es auch ausdrücken. Deacon hat mir erzählt, dass du im Alleingang Carringtons Prototypen gesichert, ein Minenfeld entschärft und 100 Gen 1 Synths erledigt hast. Ist das auch nur ansatzweise wahr? Ich würde
Ich würde sagen, wir speichern mal kurz, dann können wir nämlich Deacons Lüge unterstützen. Ich meine, hallo? Jedes einzelne Wort davon. Und das war noch untertrieben. Ganze 100 Stück. Das kann ich mir nicht mal vorstellen. Siehst du? Hab ich doch gesagt, Boss. Ich bin davon ausgegangen, dass Deacon ein ganzes Team inklusive Glory braucht, um diesen Prototyp zu sichern. Stattdessen habt ihr zu zweit das gesamte Switchboard gesäubert. Es wäre Wahnsinn, ihn nicht aufzunehmen, Des. Du hast Deacon ganz schön beeindruckt. Er hat noch nie in so hohen Tönen von jemandem geschwärmt. Wahrheit hin oder her. Willkommen bei der Railroad, Agent. Nice! Wir sind der Railroad. Beigetreten. Freut mich, an Bord zu sein. Offenbar haben wir großes Glück, dich auf unserer Seite zu wissen. Du bist also dabei. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir dich nennen sollen. Geheimnisse halten uns am Leben. Dazu gehören auch Codenamen. Wie lautet deiner? Ausputzer, mehr Optionen, kein Codename. Hast du Vorschläge? Nein, so funktioniert das nicht. Dein Leben, dein Name, deine Entscheidung. Okay, Whisper, Silberzunge, Bullseye. Ich überleg mir was. Das ist eine wichtige Entscheidung. Lass dir Zeit. Ich will keinen Codenamen. Codenamen sind nicht optional. Alle Agenten müssen ihre Identität geheim halten, um sich und ihre Lieben zu beschützen. Aber ich will keinen so komischen Desdemons Entscheidung. Sonst haben wir eine Professor Ausputzer. Hast du Vorschläge? Nein. Nennt mich Fuck. Bullseye. Wenn man Deacons Erzählungen über dein Kampfgeschick Glauben schenkt, scheint mir Bullseye passend. Dein erster offizieller Auftrag ist es, Dr. Carrington seinen Prototypen zukommen zu lassen und ihm deine Hilfe anzubieten. Aber zuerst möchte der Standort unseres Hauptquartiers. Ich wollte eigentlich Bullseye nehmen. Jetzt muss ich natürlich laden. Ich weiß jetzt nicht, ob die mich irgendwann Bullseye nennen. Glaube ich auch kaum, aber Safety First und so ein Shit. Ich wollte eigentlich Desdemons Entscheidung. Das war eigentlich ganz geil. Ich glaube, so heißen wir dann auch. Weil Bullseye war jetzt nur aus Textüberspringen Gründen geklickt. Jedes einzelne. Wenn ihr nicht den. Siehst du? Oh, das ist fehlgeschlagen sogar. Ups. Ist natürlich ganz schlecht. Wenn das so eine Überzeugung fehlschlägt. Und das ist ein 5, gegen die wir die letzten Folgen gekämpft haben. So, komm mal her. Jedes einzelne. Ganze 100 Stück. Oh, zack, es geht mir. Es wäre Wahnsinn, ihn nicht aufzunehmen, Des. Du hast. Willkommen bei der Railroad, Agent. Der Railroad anschließen. Offenbar haben wir großes Glück, dich auf unserer Seite zu wissen. Du bist also dabei. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir dich nennen sollen. Geheimnisse halten uns am Leben. Dazu gehören auch Codenamen. Wie lautet deiner? Ich will keinen Codenamen. Codenamen sind nicht optional. Alle Agenten müssen ihre Identität geheim halten, um sich und ihre Lieben zu beschützen. Desdemonas Entscheidung. Hast du Vorschläge? Nein, so funktioniert das nicht. Dein Leben, dein Name, deine Entscheidung. Silberzunge, Whisper, Bullseye. Ich überleg mir was. Das ist eine wichtige Professor Arthur. Ah, jetzt habe ich das auch verstanden, Desdemonas Entscheidung, weil die heißt ja so Desdemona oder wie auch immer. Hast du Vorschläge? Nein, so funktioniert das nicht. Punkt, die heißt ja Desdemona. Dein Name, deine Entscheidung. Habe ich mich vorhin nur verlesen. Jetzt ist trotzdem die Frage, wie nennen wir uns? Whisper, Silberzunge, Bullseye. Oder Professor oder Ausputzer. Ausputzer klingt so falsch. Ich überlege mir was. Das ist eine wichtige Entscheidung. Lass dir Zeit. Das ist schwer. Das ist echt, das ist gemein. Desdemonas Entscheidung ist, glaube ich, das Lustigste. Ja, mein Professor, was haben... wir sind eigentlich ein lustiger Kerl, gell? Obwohl Bullseye war schon cool, gell? Für eine Antwort wäre ich dankbar. Jetzt, lass mich doch mal über... Jedes Mal, wenn ich mit der rede, jedes Mal, die letzten Male, als ich mit der geredet habe, hat die immer gedrängelt. Nur weil ich am Überlegen war. Ja, Entschuldigung. Mein Gott, da kann nicht mal darf man hier nachdenken, das ist ja unglaublich. Hast du Vorschläge? Nein, so funktioniert das nicht. Dein Leben, bla bla bla, bla 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 bla. Bullseye Whisper, Silberzunge, Bullseye. Silberzunge.
Boah, das ist... Ich kann Namen nicht, Mann. Das ist eine wichtige Entscheidung. Lass dir Zeit. Die sind alle so uncool. Dann sind wir halt... Ja. Ich will mir wirklich keinen aussuchen. Wie du willst. Wir nennen dich Wanderer. Scheint mir passend. Dein erster offizieller Auftrag ist es, Dr. Carrington seinen Prototypen zukommen zu lassen und ihm deine Hilfe anzubieten. Aber zuerst möchte ich dir den Rest der Bande vorstellen. Der Standort unseres Hauptquartiers ist eines unserer bestgehüteten Geheimnisse. Sei also vorsichtig, wenn du kommst oder gehst. Man weiß nie, wann man beobachtet wird. Oh, wow. Ich habe schon überlegt, dass das ihre Basis ist, wäre ziemlich klein. Jetzt macht das keine... Headquarters, Railroad HQ. Headquarters, geil. Hauptquartier. Cool. Dazu muss ich sagen, ich finde den Namen, den wir jetzt haben, also Wanderer, finde ich ziemlich gut. Ich hätte, die werden uns eh keinmal so nennen, und war echt eine unnötige Entscheidung, aber geil. Und ich mag es, dass ihr so im Untergrund lebt. Hier ist es. Hat zwar nicht den Komfort des Switchboard, aber es ist sicher. Und wir haben Vorkehrungen getroffen, damit wir nicht noch einmal Das ist doch unser neuester Agent. Also gibt es eine Menge für dich zu tun. Oh, man kann hier aber viel mitnehmen, gell? Ich glaube, ihr solltet mal aufpassen, dass man nicht euer ganzes Zeug einstecken kann, weil das mache ich jetzt. Oh, gut. Mit X. Stimpaks. Jetzt habe ich schon lauter Stimpaks gefunden. Das hier ist Wanderer. Er war mit Deacon zusammen auf dem Switchboard-Einsatz. Er ist mit sofortiger Wirkung ein vollwertiger Agent. Ich verlasse mich darauf, dass ihr alle ihm zeigt, wie die Dinge laufen. Heißt ihn bei uns an Bord herzlich willkommen. Das war alles. Hey, cool. Schön, euch alle kennenzulernen. Leute, ganz ehrlich, finde ich nice. Und damn, was ist das da hinten für ein Roboter? Und die haben auch einen Power-Armor-Stand hier? Mann, seid ihr cool. Hey, Pom. Du bist Pom? Eine seltsame Art, Hallo zu sagen. Verarbeitung verbaler Eingaben vorübergehend nicht möglich. Verarbeitung läuft. Vorbereitende Anpassungen an statistische Modelle abgeschlossen. Beginne mit der Vorstellung. Ich war, bin und werde wahrscheinlich sein. Ham. Prädiktive Analysemaschine. Cool. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen, Pam. Vorstellungstoken erkannt. Schön, auch Sie kennenzulernen. Unbekannte Person, ich liefere Näherungen erster Ordnung des Verhaltens aller Einwohner der als Commonwealth bezeichneten Region. Formuliere neu. Ich sage die Zukunft voraus. Cool. Was? Das ist erstaunlich. Vorsicht. Biologische Lebensformen verhalten sich unregelmäßig, unberechenbar. Alle Ausgaben weisen eine extrem hohe Fehlerquote auf. Gut, okay, geil. Auch wenn du manchmal falsch liegst, ist das unglaublich. Ich wiederhole. Vorsicht. Es wird als unklug erachtet, sich auf Vorhersagen dieser Einheit zu verlassen. Operation abgeschlossen. Sie sind eine abtrünnige Variable. Keine aktuellen oder vorherigen Modelle sagen ihre Anwesenheit oder Existenz voraus. Frage, was ist ihr Ursprungsort? Ich komme aus Vault 111, falls du das meinst. Greife auf Daten zu. Vault 111. Cryo-Vault. Angeblich zerstört. Konversation bis zum Aufbau einer neuen Wahrscheinlichkeitsmatrix beendet. Umformulierung. Auf Wiedersehen. Du bist geil, dankeschön. War cool, mit dir zu reden. Vault 111 anscheinend zerstört. So zerstört sah die gar nicht aus, als wir da waren. Willkommen in der Familie. Wir sind ein bunter und durchaus verrückter Haufen. Und du bist jetzt mit dabei. Ach ja, wenn du einen Begleiter möchtest, lass uns doch einfach wieder zusammen losziehen. Ach cool, wir haben einen neuen Begleiter freigeschaltet. Nice. Ah, du schon wieder. Desdemona hat gesagt, dass ich dir das hier geben soll. Das zu finden war eine herausragende Tat, aber darum geht's gar nicht. Du hast keinerlei Ausbildung und wir kennen dich kaum, aber trotzdem nimmt Bess dich bei uns auf. Wäre schön gewesen, wenn sie das mit ihrem Stellvertreter besprochen hätte. Aber passiert ist passiert. Wenn du schon mal hier bist, kannst du auch etwas für uns tun.
Ich glaube, der ist ziemlich pissed, dass wir jetzt da sind. Das ist echt cool. Uncool. Sag mir, was du brauchst, Doc. Einer unserer Feldagenten, der alte Stockton, braucht Hilfe bei einem entlaufenen Synth. H222. Also löscht das Hauptquartier wie üblich die Feuer, die anderen zu viel Arbeit machen. Der paranoide alte Kauz verrät uns nicht mal das Problem. Er besteht darauf, dass wir uns die Info aus einem toten Briefkasten holen. Klingt nach einer wichtigen Mission. Ist es auch. Nach dem Switchboard haben wir so wenig Personal, dass ich dich zwangsläufig ins tiefe Wasser werfen muss. Der tote Briefkasten ist ein Briefkasten mit einem Bahnsignal. Wir verwenden diese Art der Kommunikation häufig. Also halt die Augen offen. Wenn du Stockton triffst, verrät er dir nicht mal die Uhrzeit, bevor du ihm nicht das korrekte Gegenzeichen gegeben hast. Das aktuelle Zeichen ist, hast du einen Geigerzähler? Das Gegenzeichen dazu lautet, meiner ist in der Werkstatt. Zumindest das hat Deacon dir doch beigebracht, oder? Wir müssen speichern, wir müssen ihn ja erstmal freundlich stimmen, aber das ist echt... Der Kerl ist ein bisschen pisst auf uns, das merkt man gleich. Vertrau mir bei der Sache, ich bekomme das schon hin. Vermassel es aber bitte... Komischer Kerl, echt, ey. Wie das der... Ich verstehe zwar, dass er misstrauisch ist, wenn wir einfach so in sein Revier einspazieren und er Stellvertreter ist und bla bla, aber... Vertrau mir bei der Sache, ich bekomme das schon hin. Vermassel es aber bitte... Aber ich meine ganz ehrlich... Wir haben den versucht, richtig zu helfen und wir haben auch wirklich unser Bestes gegeben und ich meine, wir haben dem seinen Prototyp geholt und wir haben uns von Synths angreifen lassen und wir haben 100 besiegt. Ich meine, hallo? Vertrau mir bei der Sache. Ich bekomme das schon hin. Vermassel es aber... Ey, ich will das jetzt nicht 10-mal machen. Komm schon, last try. Damn, die Waffe sieht cool aus. Vertrau mir bei der Sache. Ich bekomme das schon hin. Vermassel es aber... Ich glaube, wir haben echt... Wir bräuchten unseren Anzug, aber den Anzug haben wir nicht dabei, gell? Den haben wir zu Hause. Mist. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Vertrau mir bei der Sache. Ich bekomme das... Vermassel es aber bitte nicht zu sehr. Wenn was schief geht, bin es immer ich, der es gerade biegen muss. Stockton ist ein wichtiger Geschäftsmann in Bunker Hill. Okay, wir machen das anders. Dann will ich gar nicht erst mit dem so reden, sondern will lieber nur was sagen, was sich erfüllen lässt. Weil sonst ist er, glaube ich, pisst. Er hat mir alles beigebracht, was ich wissen muss. Und ja, auch das. Anscheinend hat unser pathologischer Hauslügner deine Ausbildung nicht komplett vernachlässigt. Stockton ist ein wichtiger Geschäftsmann in Bunker Hill. Der tote Briefkasten ist dort irgendwo. Über den Fluchttunnel hinten raus bist du schneller. Hey Neuling, mein Name ist Trommler. Mein toller Job ist es, den Überblick über alle toten Briefkästen zu behalten und eintreffenden Agenten zu sagen, wo sie gebraucht werden. Du willst wahrscheinlich nicht tauschen, oder? Tauschen? Das kann ein wichtiger Job sein. Na klar. Ich könnte durch eine dumme Tafel ersetzt werden. Wir sehen uns noch. Und zwar häufig. Okay, cool, mit dir zu reden. Das war echt eine tolle Konversation. Also ich meine, ihr habt hier lauter Gräber und... Leute, also irgendwie müsst ihr hier mal ein bisschen aufräumen. Wenn man Synths aus dem Commonwealth schleust... können Ödländer ein noch größeres Problem als das Institut sein. Ich meine, ihr habt ja hier ein ganz gutes Lager. Und hier ist einiges für mich dabei und ich kann schon jetzt nichts mehr tragen, weil ihr schlaft echt primitiv, wenn ich das mal so sagen darf. Wir müssen jetzt eben mal kurz mal eine Nuka-Cola zu uns nehmen. Denn diese ganzen Nuka-Colas, die wir mit uns rumschleppen, verbrauchen nur unnötig Platz. So, gehen wir hier nochmal ein bisschen abchecken, was hier noch so rum... Der Weg, den du gewählt hast, ist kein leichter. Aber du gehst ihn niemals allein. Oh, danke schön. Das war sehr schön ausgedrückt. Ich weiß, dass ich keinen leichten Weg gewählt habe. Keineswegs, das war auch nicht meine Absicht, einen leichten Weg zu wählen. Glaubt mir, Leute. Ich bin hierher gekommen, weil ich eine Geschichte habe. Ich suche meinen Sohn. Bitte nur mein Kind. Das hier sieht... Tut mir leid, ich muss für Tüsteltom was erledigen. Ich bete zu Gott, dass das Institut uns nicht findet. Zumindest nicht perfekt. Bald. Wir können ja sogar ein paar Drogen herstellen. Ich meine, fuck yeah. Psychojet. Das bringt uns schön viel XP und vor allem, das bringt uns richtig viel XP. Jedenfalls das Herstellen, das wir gerade herstellen konnten. Hat uns gerade wirklich viel XP gebracht. Wir sind alles, was die Synths haben. Alle sagen, du übertreibst es mit den Camps. Aber meine Augen sind weit geöffnet. Ich sehe. So. Was sind das hier? Ach, das sind wahrscheinlich Übungszielscheiben.
Spielzeug außerirdischer süß. Hier kann man wahrscheinlich schießen dann eben. Let's try it. Ja, wir haben ihn gerade. Oh. Ah, hier wird sogar noch wahrscheinlich nach Verantwortlichen gesucht. Cooles Ding. Muss schon sagen, mir gefällt euer Style. Mit aufgeteilten Informationen. Aber ich muss es gehen, denn wir müssen nach dem toten Briefkasten suchen. Railroad Hauptquartier, Fluchttunnel. Ach, das heißt, wir hätten vielleicht sogar den anderen Fluchttunnel nehmen können, da ganz hinten auf dieser Map. Deswegen war dieser Fluchttunnel vielleicht markiert. Ich will jetzt. Ich habe die grobe Vermutung, dass hier irgendwas ist. Alterle. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber das ist echt ein gruseliger Ort. Die Leute hier haben es echt mit ihren Fluchttunneln, gell? Mann, oh Mann. Wo sind denn wir hier? Oh, ich habe wirklich keine Ahnung, wo wir gerade auf der Map sind. Das würde mich aber sehr interessieren. Oh, hier ist sogar ein Expertending. Wir können ja mal eben speichern. Zack. So, jetzt brauchen wir wieder ein paar Klammern. 1, 2, 3, 4. Fünf. Das war's, glaube ich. Alter. 6. So, let's try. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wörter. Könnte machbar sein, muss es aber auch nicht. Travelers. Wie schön. Nice. Das war, okay, das war cool. Direkt beim ersten Mal. Sehr schön. Und zack. Und perfekt, der ist sogar ein Fusionskern. Ich meine, yeah, genau das, was wir gesucht haben. Hund, warum quiekst du so? Egal, wir gehen weiter. Mal sehen, was uns hier erwartet. Ah, das ist schon das Ende, das ist sehr gut. Sehr schön. Waffenmods, die das Gewicht erhöhen, erhöhen auch die zum Zielen benötigte Zeit. Ah, okay. Ja. Ich frage mich noch, warum man diese Mods dabei hat, weil viele Waffenmods, die man ja dann abmontiert, die sind ja dann immer noch im Inventar. Das finde ich ein bisschen komisch. Dass man die nicht irgendwie verwerten kann, finde ich schade. Man kann ja natürlich an andere Waffen dranbauen, aber klar, die fressen pro Mod 0,5 Gewicht und das ist bei dem, was wir meistens so mit uns rumtragen. Können wir uns das nicht leisten? Vor allem, was wir jetzt rumtragen, haben wir nicht mal. Wir haben keinen Platz im Inventar. Momentan. Und wir tragen eigentlich fast nichts rum, außer halt das Zeug an Waffen und an Kleidung, was wir so oder so mit uns rumtragen würden. Das ist schon echt gemein. Da müssen wir echt mal abchecken irgendwann, dass wir mal unser Inventar so aufräumen, dass wir damit auch zurechtkommen. Ich weiß, wir haben viele Hilfsmittel dabei und daran wird es wahrscheinlich liegen, dass wir einfach aber Millionen Zeug mit uns rumtragen an Fleisch, weiß nicht, Nuka-Cola, an noch mehr Fleisch und an so Zeug. Hoppala. Wo sind wir hier, Dogmeat? Wo sind wir gerade? Ach, cool. Cool. Finde ich cool. Ey, geil. Wir haben jetzt so einen zweiten Eingang auf dieses... Oh, da ist sogar ein Raider, sehe ich das richtig? Sehr schöner Schuss. Hier schwimmt doch irgendwas. Sehr schön. Oh shit, legendärer Raider. Okay, der ist leicht zu besiegen. Oh Gott.
Gut, Molotow ins Wasser zu werfen, das nie ist. Oh, das war kein Molotow. Mist. Oh shit. Mist. Oh fuck. Oh fuck, schnell. Fuck. Mist, komm, wir müssen hier irgendwo raus. Hier unten ist ein Frack. Komm schon. Geh da raus. Meine Güte. Alter. Das war nicht feierlich, da einfach ins Wasser zu fallen. Vor allem, wenn es keine Ausstiegmöglichkeiten gibt. Naja, wir wollen ja sowieso hier... Leere den toten Briefkasten, da wollen wir eigentlich hin. Und da gehen wir jetzt auch hin. So, aber das war gerade echt eine Aktion, das war echt uncool. Der Revolver sieht übrigens sehr geil aus. Pistolen sind für gewöhnlich klein und erfordern eine Hand zum Abfahren. Dazu zählen unter anderem 10mm, 44er Pistole, Alien Blaster und Gamma-Kanonen. Das Commonwealth wird oft von Strahlungsstürmen heimgesucht. Achso, das waren diese... Achso, deswegen leuchtet es manchmal so komisch grün. Mir fällt aber auch gerade auf, dass... Wir haben doch diesen Chemieanzug da aufgesammelt letztens. Den haben wir leider zu Hause rumliegen, aber mit dem haben wir brutal, also da kann gar nichts mehr passieren, weil der hat ja irgendwie 1000 Strahlungsresistenz. Das heißt, wir haben wahrscheinlich null Strahlung, egal ob wir jetzt im Wasser schwimmen. Wow, Alter. Ey, du bist richtig uncool. Alter. Alter, dass hier überall immer Leute sind, die irgendwelchen Stress wollen. So, das war gerade ein komischer Kerl, dass der einfach direkt da steht, wo wir spawnen. Das ist nicht so cool. So, da vorne sind aber noch irgendwo zwei Leute. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Und noch ein legendärer Raider. Zack, sonst noch was. Oh komm, ich sammle eure Munition auf. Des Killers Raider-Rüstung brauche ich nicht. Wow, Alter. Alter. Nicht so coole Sache, aber ich meine, mach was du willst, mein Freundchen. Raider-Way und Benutzer-Ölkanister müssen wir jetzt nicht unbedingt mit uns rumschleppen. So cool, die Raider hier haben wir ausgeschaltet. Können ja noch gucken, was dieses Terminal bringt. Ich glaube, damit können wir oben die Turmsteuerung deaktivieren. Ja gut, dabei ist hier halt alles kaputt. Von dem her bringt uns das eigentlich nichts. Aber wir haben diesen Ort hier immerhin erkundet. Und können jetzt weitergehen zu dem toten Briefkasten, wo wir eigentlich hin wollten. So, und ich glaube, wir nehmen auch mal einen Red Away eben schnell. Dann haben wir nämlich auch nicht so die Chance, dass wir gleich sterben gehen. Wenn wir mehr Lebenspunkte haben. Macht Sinn, ich weiß. Wow. Oh Gott, da ist ein Mirlock. Zack. Das ist das Gute an Mirlocks, dass sie an dem Gesicht ungeschützt sind. Sonst halt überall wirklich geschützt sind. Stockton Tolemant. Trifft sich mit dem alten Stockton. So, und das werden wir nächste Folge machen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Fallout 4 und dann treffen wir uns mit Stockton, hören mal seinen Holoball an und gucken, was wir denn so zu tun haben. Ja, wir haben uns jetzt der Railroad eingeschlossen. Ziemlich geil. Feierlich. Sind nette Typen, haben ein nettes Hauptquartier. Ich mag dieses Untergrundfeeling, wobei ich deren Fluchttunnel immer ein bisschen arg gruselig finde. Naja, ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen. Könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen wie der Wortboy und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, euer Dace.